Lilo, heute ein kleiner Sicherheitshinweis. Es kommt ja immer was Neues dazu. Es gibt ja immer was Neues. Wäre es theoretisch denkbar, ne, dass ein Angreifer durch Hinzufügen einer von ihm manipulierten Schriftart meinen Rechner infiziert mit einem Virus, indem er da ausführbaren Code ausführt, wäre denkbar. Aber ist mittlerweile gefixt, ne? Ist gefixt. Ich habe mal hier ein Bildschirmfoto gemacht, ne? Vorhin waren die Software-Aktualisierungen dran und es gab ein Security-Update. Also das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ihr könnt ja mal ein Update fahren. Da gab es den Sicherheitshinweis mit der Nummer CVE 2013-6462. Und zwar: Denial of Service and Possible Code Execution via Stack Overflow. Und zwar bestand hier der mögliche, ja, die mögliche Blockade des Rechners, dass der abschmiert, oder mögliche Code-Ausführung, also zum Beispiel durch ein Computervirus, indem man den libx-Font, ja, manipuliert, beziehungsweise das ist eine Bibliothek, die unter anderem ein Programm enthält, ja, xl-Font, Rasterization Library ist das. Und die enthält ein Programm und das war seit 2008 auf unseren Rechner und das war nicht so ganz richtig. Und was war denn da nicht so richtig? Nun stellen wir uns vor, das Wasser hier auf meinem Display wäre der Arbeitsspeicher, den unser Rechner so hat. Der Surfer hier im Hintergrund wäre die CPU, das gerade ein Programm abarbeitet, ne, auf den Wellen so rumreitet. Und hier wäre ein geschützter Bereich. Ein Bereich, in dem man zum Beispiel Daten ablegt, ne? Also kein Programm, Daten. Oder ein Stapel von Daten, ein Stack. So, und dieser Bereich ist definiert, wie groß der ist, ne? Kann der Programmierer selber definieren, wie groß? Zum Beispiel 1024 Bytes. Nun, in seinem Programm, das vielleicht abgearbeitet wird, ist das definiert, 1024 Bytes, und die sollen da rein. Wenn aber das Datenfeld, was er da reinpackt, größer ist, dann könnte der Puffer überlaufen. Läuft da so raus. Und es könnte neuer Code entstehen. Und wenn unser Server da vorbeikommt, könnte dieser Code ausgeführt werden. Und dann habe ich mal geguckt. Das ist die entsprechende CVE. Aber da steht im Moment noch nichts dran. So. Hier ist mal so ein Beispiel-Font. Nein, das ist jetzt kein gefährlicher Font, sondern einfach nur der Buchstabe A. Nur, dass man mal weiß, wie so ein spezieller Font aufgebaut ist, um den es geht. Das ist ganz normale Textdatei, die wird abgespeichert auf dem Computer und die hat einen Dateinamen. Und darin ist definiert ein Bitmap, woraus zum Beispiel der Buchstabe A Encoding 65 Hexadezimal 41 besteht. Ne? Damit überhaupt so Buchstaben bei uns so auf dem Bildschirm erscheinen. Und solche Textdateien, die eine Fontdatei darstellen, eine Sammlung von Buchstaben, die werden abgearbeitet, ne, von diesem Programm. Ja. libx-Font. Ja, und da war das Programm BDF-Read ein C-Programm. Wohl nicht ganz in Ordnung seit 2008 und das hat man hier korrigiert. Altes Programm, neues Programm. Und zwar war ein entsprechender Buffer, so lese ich das zumindest raus. Ich bin kein C-Programmierer, man korrigiere mich. Der war auf eine bestimmte Größe definiert, 1024 Bytes. Und das hat man dann im Nachhinein entsprechend noch geändert. Und zwar war eine Variable, die war Prozent %s, die seht ihr nicht hier, die sehen wir gleich später, nicht begrenzt auf 1023. Das hat man dann später geändert in Prozent %1023s, damit das Programm scanf, was wohl dazu da ist, so lese ich das daraus, eine Datei zeilenweise zu durchsuchen, nicht größere Zeilen als 1024 Zeichen zu lesen. Ne? Ist das nämlich passiert, dann hätte der Puffer oder der Stapel überlaufen können. Sehen wir gleich da unten, das war so bei 500 irgendwas. So, altes Programm, neues Programm. Hier sehen wir die entsprechende Einträge. Prozent S war das Problem. Hier sucht das Programm, das dafür sorgt, dass ein Bitmap, zum Beispiel der Buchstabe A bei mir erscheint, das sucht in dieser Fontdatei nach zum Beispiel der Version 2.1.
Gut, diese Versionsnummer wird irgendwo mal gepuffert und dieser Puffer ist 1024 Bytes. So, und hier hat man das korrigiert, ne, dass dieser Puffer nicht mit %s, sondern %1023s, was ganz oben stand, da reingeschrieben wird. Ne? Und dann war das wieder gut. Ne? Auch hier maximale Frontnamenlänge, nicht 1024. Da hat man hier wohl ursprünglich mal eine Fehlermeldung. Hinter hat man es korrigiert, indem man anstelle von Front, ne, also Frontname, nicht Prozent, sondern %1023 geschrieben hat. Das scheint dafür zu sorgen, dass der Puffer nicht überläuft. Könnt ihr dann mal nachlesen und die C++-Leute gucken sich die anderen Fehler auch noch an. Jedenfalls war es dadurch möglich, ja, durch diesen kleinen Programmierfehler, der seit 2008 besteht, durch die im X11 Font Rasterization Library in dieser Bibliothek unseres X11 Servers, ne, ein Server, der immer lokal auf unserem Rechner läuft, dafür sorgt, dass wir unser Bild überhaupt sehen, ne, und auch dafür sorgt, dass zum Beispiel der Buchstabe B hier erscheint. Der war ein bisschen verkehrt seit 2018. Ne. Jedenfalls, wenn jemand zum Beispiel den Font so umbenannt hätte, dass der Fontname länger als 1024 ist und der Rest des Dateinamens dann überschwappt in den Bereich, wo normalerweise nur Programme sind, dann wäre unsere CPU abgestürzt, unser Server wäre ins Wasser geplumpst, der Rechner wäre abgesoffen. Oder wenn der Bereich des Dateinamens, der nicht mehr in dem geschützten Bereich, definierten Bereich 1024 Bytes passt, hier rüber geschwappt wäre, ne? Also was mehr als 1024 ist, und ein Angreifer hätte diesen Bereich so definiert, dass der Rest des Dateinamens ausführbaren Code enthält, dann wäre unsere CPU ganz lockerflockig da drüber gesurft, wäre nicht gestolpert und hätte den Code ausgeführt. So ein Code aber auch. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Fahrt mein Update und tschüss.